Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit TFC Toys Uranus Member Blackbird und seinem kleinen Kumpan Phantom Ray. Ja, was soll ich groß dazu sagen? Jeder kennt eigentlich Blackbird unter dem Namen Silverbolt. Und Silverbolt ist hier quasi einer der fünf Teammember des sogenannten Superion Teams. Ja, TFC Toys hat natürlich sich hier wieder rangemacht und die eigentlich coolsten Combiner neu herauszubringen. Viel besser, als ich gedacht hätte, auch wenn die wie immer einige kleine Probleme aufweisen, die aber schnell durch einige kleine Handgriffe natürlich auch gefixt sind. So, kommen wir jetzt einfach mal zu dem schönen Teil des Reviews, nämlich der Figur und der Verpackung. So, die Figur zeige ich euch später. Jetzt geht es aber erstmal zur Verpackung. Die Verpackung wird hier in einem riesengroßen Karton präsentiert, also fast Leader-Class-Größe. Und ich denke mal, er hier wird auch als Leader-Class in dem Moment auch eingestuft werden. Ich zeige euch auch später, wieso. Ja, wir haben einmal natürlich hier oben den Blackbird groß in der Aircraft-Form quasi im Jet-Modus abgebildet. Und einmal hier den kleinen Phantom Ray als Stealth-Bomber. Was ich an dieser kleinen Figur sehr interessant finde, ist, dass diese Drohne sehr viele kleine versteckte Waffen hat. Einmal haben wir hier vorne kleine Waffen im Flügel und hier hinten in der Spitze auch nochmal. Im Robotermodus sehen wir quasi unten die kleinen Waffen dran und hier oben. Ja, und ansonsten ist er das Mittelstück von Superion. Wir sehen es einmal hier unten, groß. Das Mittelstück quasi, Brust, Hüfte und Oberkörper. Nicht so wie bei Hercules, dass der Mittelteil aus noch einem zusätzlichen Roboter in dem Sinne besteht. Ja, und dann natürlich noch Silverbolt in seinem Robotermodus. Entschuldigung. Ja, die Verpackung an sich, wie gesagt, sehr schön aufgebaut in einem Weiß. Hier in der Mitte sehen wir einmal, ich weiß nicht, ob man es bei dem Licht gut sieht, wie so eine Art Umriss des Blackbird Jets, wie so eine Art Blueprint. An der Seite haben wir noch einmal das Artwork von beiden Membern und hier vorne dann auch noch einmal. Und im Hintergrund, typisch TFC-Manier, haben wir natürlich dann nochmal diesen X-Ray des kompletten Duos. Und an der Seite dann auch nochmal hier die Hälfte von Silverbolt ziemlich gut abgelichtet. Ja, und ansonsten wird die Figur natürlich noch mit einem, was relativ neu ist bei TFC Toys, mit einem kleinen Poster quasi geliefert. Hier sehen wir auch die Teammember nochmal richtig gut abgelichtet und ja, sie sehen einfach klasse aus. Und ja, dann natürlich noch die typische 0815 DIN A4 Seite mit Instruction Sheets. Ziemlich simpel, ziemlich gut gemacht. Man sieht natürlich auch hier wieder die Details. Ich versuche sie mal heranzuzoomen. Die Details der einzelnen Figur sind auf diesen Instruction Sheets schon echt atemberaubend. Das muss man ganz ehrlich sagen. Kann sich Hasbro noch eine Scheibe von abschneiden. Ja, das war das jetzt. Und jetzt zeige ich euch einmal natürlich die Figur an sich. Was mir bei dieser Figur irgendwie nicht so ganz gefallen mag, ist, dass er im Jet-Modus sehr rücklastig ist. Das heißt, die Figur steht nicht wirklich gut auf dem Boden, weil das ganze Gewicht natürlich hinten im Flügel ist. Ja, so, wie gesagt, kommen wir erstmal jetzt zu der Figur. Die Figur wird natürlich im weißen Blackbird-Modus jetzt geliefert. Ich sehe gerade hier den Griff der Waffe noch draußen. So, wir haben einmal die Drohne hier oben. Die kann man einmal schön auf dem Blackbird oben verstauen. Ach so, und bevor wir jetzt weitergehen im Review, möchte ich natürlich nochmal ausdrücklich sagen, ich habe hier von reprolabels.com die Reprolabels drauf. Man sieht es hier außen richtig schön, die ganzen Autobot-Symbole etc., die Scheiben. Das hat natürlich nicht die Originalfigur so, die hat, wird ohne komplette Sticker geliefert. Das heißt, hier oben, wir sehen die ganzen Details, hier außen nochmal Autobot-Symbole. Das ist natürlich in der normalen Version nicht mit drin, deswegen von Repro Labels dann dementsprechend die Add-on-Kits gekauft. Und ja, dazu zeige ich euch aber gleich erstmal mehr. Jetzt kommen wir zu der Figur zurück. Wie gesagt, die Drohne kann man einmal schön abnehmen.
Sie ist eine richtig schöne kleine Stealth-Drohne, finde ich sehr gut gemacht. Ist auch alles sehr gut verstaut. Auf den ersten Blick würde man jetzt gar nicht sagen, dass das ein Roboter wird. Finde ich sehr schön. Und die Verwandlung ist auch sehr simpel. Silverbot einfach mal zur Seite stellen. So, die Verwandlung, einfach die Flügel erstmal nach hinten klappen, so. Dann die Beine lösen. Hier bitte vorsichtig sein, denn hier ist ein kleiner Pin. Dieser Pin ist ja auf den ersten Blick sehr zerbrechlich. Den einmal hier reinschieben, mit einem kleinen Drehgelenk. So, dann jetzt die Füße auseinanderdrehen. Jetzt einmal die Füße so rumdrehen, dass hier in die Hüfte andersherum gedreht wird und sie komplett nach unten gedreht wird. Dann jetzt einmal die Beine so rum und so. Das gleiche hier noch einmal. Rum, wieder rum, rumklappen, fertig. Die Beine sind fertig. Und jetzt dann einmal das komplette Teil hier oben. Einmal herumklappen. So. Die Beine einmal so herumdrehen. Den Kopf einmal herumdrehen. Und jetzt diesen Brustkorb hier vorne einfach hereinklappen. So, und jetzt hier unten die Hüfte auseinanderklappen, dass sie einfach so ein bisschen breiter wird. Hier auch sehr schön gemacht mit den Repro-Labels. Gefällt mir. Man sieht hier schön das Autobot-Symbol. Ja, und wenn wir das soweit haben, einmal die Arme rumdrehen. So. Und jetzt aufpassen, die sind hier wie so ein Sechskant hier an der Seite. Und die lassen sich, wenn sie so sind, nicht richtig rumdrehen. Das heißt, nur so weit. Wenn man es weiter nach hinten knickt, dann gibt es Stress Marks. Deswegen einfach so rumdrehen und ganz nach unten drehen. Das gleiche hier. So. Ziemlich simpel. So, und jetzt die Arme wieder zusammenklappen. So. Die Spitzen hier hinten einmal rumklappen. Ebenso. Die Flügel, finde ich, sind sehr ausgeklügelt, was die Arme angeht. Jetzt einmal die Seite auch nach oben. Ihr seht, es ist auch schon eine ganz andere Form. Hier ebenso. Einmal herumklappen. Und jetzt einfach den Arm nach vorne drehen. So. Ja, und so haben wir jetzt schon quasi Phantom Ray verwandelt. Die Arme sind hier drinnen, einmal abgebildet. Hier vorne einmal die kleine Pistole unten drunter. Wie gesagt, ziemlich cool gemacht, die Figur. Gefällt mir auf jeden Fall. Und stellen wir uns einfach mal zur Seite. So. Und jetzt gehen wir einfach mal zu Silverbolt, aka Blackbird. Ja, die Figur, wie gesagt, ist ziemlich cool gemacht. Wir haben einmal hier unten zwei Dual-Gatlings. Sehr cool. Das Fahrgestell lässt sich natürlich auch komplett einklappen. Und wie wir es natürlich früher von dem alten Silverbolt kennen, sind die Fahrgestelle hier in den Flügeln verstaut. Kann man natürlich auch theoretisch komplett hochklappen. Oder auch als Flügel, je nachdem wie man es haben will. Ich drehe es jetzt einfach mal so nach oben. So, dann haben wir natürlich hier noch, ja, man sieht hier ganz simpel die Beine. Die Thruster, hier oben diesen Pin, auf dem quasi die Drohne ist, die kann einklappen. Ja, und ansonsten, wir sehen hier einmal den Kopf von Silverbolt, hier die Arme. Ist eigentlich quasi fast genauso wie die Neuauflage in Anfang der 2000er für die Voyager-Größe der Generations Line. Da gab es das auch schon. Ja, und ansonsten, die Figur ist, wie gesagt, sehr schön gemacht. Und was sie noch als kleines Gimmick hat, sehr vorsichtig ist, kann man das Cockpit aufklappen und hier zwei Figürchen reinsetzen, wenn man so kleine Figuren hat. Ich habe jetzt schon geguckt, die zum Beispiel von Star Wars, die Action Fleet Figuren von der Größe her sind eindeutig zu groß. Das heißt, es müssten hier wirklich Figuren im maximal 6 mm Größe sein. Ja, die Verwandlung. Die Verwandlung ist ein bisschen komplizierter. Aber trotzdem recht gut zu machen. So, wir lösen einmal die Beine unter den Flügeln komplett ab. Die sind hier mit zwei Pins versehen, auf jeder Seite einer. Na, einmal, ja,
Ist besser, wenn wir die Flügel runterdrehen. So. Vorsichtig herausschieben. Das lässt sich irgendwie ziemlich schwer bewerkstelligen, weil es ein ziemlich dicker Pin ist. So, jetzt. Erste Bein ist ab. Wir sehen hier einmal den Pin. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite natürlich auch. Andere Seite geht aber deutlich einfacher. So, lösen den einmal hier unten heraus. So. Jetzt drehen wir die Flügel einmal so herum. Drehen die Beine nach unten. Und nach oben. Drehen einmal die Beine so heraus. Drehen sie hier rum. Drehen sie so rum, dass die längliche graue Seite quasi nach oben zeigt, weil das sind die Knie. Das heißt, ich muss gerade mal gucken. Jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Irgendwie habe ich... genau. So. So, die graue Seite nach oben. Genau, so. Jetzt haben wir hier einmal noch ein, was man auf den ersten Blick nicht so ganz sieht, hier drinnen ein Gelenk. Einmal rumdrehen. Das erste Bein ist fast fertig. Das gleiche hier. Einmal so heraus. Nach innen. So rumdrehen. Und jetzt hier unten auch nochmal drehen. So. Jetzt, um diese Combiner-Pins hier natürlich nicht sehen zu müssen, drehen wir hier einmal die Knie nach oben. So. Und dieses komplette rote Scharnier einmal nach oben drehen. Das gleiche hier auch noch einmal. Einfach nach oben ziehen und festdrücken. So. Anschließend die Füße einmal hier rausdrehen und herum. Rumklappen und rumdrehen. So, das ist schön. Die unteren Füße sind an Balljoints quasi fest. Also nicht richtige Balljoints, es sind eher hier so Gelenke. Aber innen drinnen halt sehr gelenkig wegen diesem Stift. Und man kann natürlich dann auch schon sehen, die Beine lassen sich relativ gut positionieren. So, jetzt aber erstmal weiter. So, die Beine werden jetzt fertig soweit. Die Figur würde jetzt auch theoretisch schon stehen, aber das ist natürlich nicht so gewollt. So, anschließend drehen wir hier oben die Flügel einmal herum. So, anschließend, ich muss gerade mal aufpassen, das ist, ja genau. Anschließend die Arme hier oben lösen, komplett. Dieses Teil einfach erstmal herumkippen und hier lösen. Es hält bombenfest, muss man ganz ehrlich sagen, muss echt vorsichtig sein. Und das einfach wieder reinschieben, das ist erstmal die Waffe. So, und einmal hier herumdrehen. So. Jetzt die Arme bewegen. Einmal hier auseinanderziehen. Jetzt hier einmal die Schultern. Einmal drehen. Wir sehen auch hier schön die Repro-Labels, die ich drauf habe. Und nach unten drehen. Das gleiche hier. Einmal hier drehen. Sehr schwerfällig. Es gefällt mir. So. Und jetzt aufpassen. Jetzt haben wir einmal hier diesen Connector-Pin. Der kommt nach hinten. So. Und trotzdem können wir den Arm nach oben drehen. So. Das gleiche hier. So. Und jetzt können wir hier natürlich auch einmal die Klappe öffnen. Und die Hand daraus lösen. Klappe zu. Arm rumdrehen. Hier ebenso. Auf, rumdrehen, fertig. Jetzt haben wir hier oben die Schultern. Kann man hier diese Klappen schließen, auf beiden Seiten, um hier oben quasi die Lücken komplett zu füllen. Sehr schönes Detail. Dann den Kopf einmal herumdrehen. Ja, und jetzt kommt eigentlich nur der Rest, das heißt der Rücken. Jetzt drehen wir einmal rum. So, jetzt ziehen wir hier einmal dieses Teil komplett heraus. Aufpassen, dass die Flügel hier in den Pins sich nicht lösen. Drehen jetzt diese Teile hier erstmal nach oben. So,
drehen es jetzt so. Die Seitenteile werden reingeschoben und werden hier miteinander verbunden. So, passt alles ziemlich gut. Nicht wundern, die Teile sind extrem locker. Das ist sauber beabsichtigt. Jetzt drehen wir hier diese Raketen. Ja, ihr könnt sie theoretisch jetzt, wenn ihr sie so habt, könnt ihr sie als Waffen quasi nach vorne richten, wie Waffen zum Beispiel. Das ist euch überlassen. Ich finde es jetzt nicht so schön. Und deswegen packe ich sie einfach wieder zusammen. Ziehe sie hier runter. Und diese Pins hier oben verbinde ich damit wieder. So. Das gleiche hier. So, und drehe diese Seitenmodule einfach ein Stück nach hinten. So. Jetzt aufpassen, dass die Rückenflügel quasi oben drüber sind. Denn so wird quasi das Backpack gebildet und bietet so eine sehr stimmige, gerade geschlossene Fläche hinten. Ja, die Figur ist soweit fertig verwandelt. Sie gefällt mir, wie gesagt, mega, mega gut. Sie ist extrem gelenkig. So. Sie ist extrem gelenkig, steht wie gesagt auch eigentlich echt recht gut. Man kann natürlich hier unten noch sagen, okay, ich drehe die Füße jetzt einfach mal rum, dann steht es deutlich besser. So, das kann man natürlich machen. Jetzt haben wir hier noch dieses Vorderteil. Und dieses Vorderteil lässt sich auch noch verwandeln, indem wir einfach erstmal die Waffen so zur Seite drehen. Hier in der Mitte die Wände lösen. Nach vorne anbringen. Schräg, so. Die Waffen hier einmal nach vorne drehen, ebenso, nach oben drehen und die Waffen dementsprechend auch nach vorne ausrichten, so. Und hier vorne ist die Kanone drin, jetzt haben wir hier unten noch den Waffenpin, so. Ja, und das ist jetzt quasi das Gewehr. Man kann natürlich auch noch hier zum Verlängern und noch quasi das nach vorne rausschieben und schon sieht es aus wie eine Haubitze. Gefällt mir sehr gut, auf jeden Fall. Nur ich muss dazu sagen, in dem Robotermodus für ihn hier habe ich es immer so zusammen, weil sie kleiner wirkt und nicht so ganz so überladen. Jetzt können wir sie ihm natürlich noch an die Hand geben. Na. So. Ja, und schon haben wir die Waffe Silverbolt in der Hand. Und wir sehen selbst, die Waffe ist überdimensional groß und einfach nur wuchtig. Ja, und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, ich muss gerade mal überlegen, nicht, das war es eigentlich schon. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, höchstens noch die beiden Figuren miteinander zu verbinden, um den sogenannten Torso-Modus zu bilden. Bevor wir das machen, gehen wir aber erstmal auf die Gelenkigkeit ein. Die Gelenkigkeit von der Drohne ist echt super, erinnert sehr stark an die Beast Wars Figuren. Das heißt, wir können sie ganz normal die Beine, die Knie hochwinkeln, die überall Kugelgelenke drin. Auch hier unten ist ein Kippgelenk im Fuß. Ja, in den Armen, die können wir einmal um 360 Grad drehen. Ist aber sehr eingeschränkt durch dieses Gelenk hier oben. Man sollte auch aufpassen, hier bilden sich sehr schnell sehr kleine Stressmarks. Das finde ich gar nicht so lustig, aber das lässt sich leider bei dem Material nicht anders vermeiden. Ja, und was mir auch noch hier aufgefallen ist, ist, dass die Figur anders ist als das Artwork. Ich zeige euch das nochmal. Ihr seht selbst, die Figur hat hier, das Rote sind die Schultergelenke. Und hier ist das Schultergelenk hier. Das Rote ist nochmal oben drauf, wie so eine Art Waffe. Das ist hier nicht der Fall. Ihr seht selbst, ist ganz anders designt. Auch die Faust ist hier außen und hier nicht. Kann also nicht rausziehen. Haben sie also hier ein bisschen anders gemacht. Finde ich schade. So wäre es schon geiler gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ja, die Figur kostet im Durchschnitt, wenn man sie jetzt in den USA bestellt, circa zwischen 105 und 110 Euro. Die Figur ist nicht so gelenkig, wie man glaubt, obwohl sie doch schon ganz gut ist. Auch von einem Plastik her ist es sehr viel. Ja, ich habe am Anfang gedacht, irgendwie sie zerbricht, weil das Plastik sehr, sehr billig wirkt. Aber nein, es ist sehr massiv und es ist aber leichter. Das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Und auch das, was diese Figur bietet, zum Beispiel hier,
Der kleine Kopf, der wirkt wie aus einem Guss mit dem Oberkörper, lässt sich komplett drehen um 360 Grad. Die Arme lassen sich bewegen, die Beine lassen sich bewegen. Nur die Hüfte halt, lässt sich nur nach vorne und nach hinten schwenken. Ja, gefällt mir. So, bei der Figur, bei Silverbolt, aka Blackbird, ist es wieder ein bisschen anders. Die Waffe nehmen wir mal kurz ab. So, wir haben hier einmal ein Kniegelenk, was sich sogar sehr stark nach oben winkeln lässt und weit mehr als 45 Grad drehen lässt. Oder besagt 90 Grad, Entschuldigung. Die Füße hier unten lassen sich auch ein bisschen bewegen, aber auch nur sehr eingeschränkt. Und ja, ansonsten, wie wir es kennen, halt bei Voyager-Figuren halt das typische Hüftgelenk. Da fällt gerade was auf. Ha, ich habe hier einen kleinen Fehler bei der Transformation. Bevor man mich wieder daraufhin anspricht, die Hüfte hätte ich mal richtig rumdrehen sollen. Haha, mein Fehler. So, jetzt haben wir natürlich hier noch die Hüfte mit den Hüftplatten. Sieht auch schon viel besser aus. Ja, die Beine lassen sich an der Seite noch drehen. An zwei verschiedenen Gelenken. Die Arme sind hier dank dieses Teils hier vor dieser Flügel sehr stark eingeschränkt von der Bewegung. Klar, lässt sich um 360 Grad drehen. Der Arm lässt sich am M-Bogen auch noch drehen. Die Faust lässt sich hoch und runter winkeln und auch um 360 Grad drehen. Der Kopf ist auf einem Balljoint, lässt sich hoch und runter bewegen, links, rechts, komplett um 360 Grad drehen, ist alles möglich. Und ich versuche jetzt mal mit dem Licht ein bisschen besser ranzukommen. So. Der Kopf ist auch sehr geil modelliert, gefällt mir. Er hat die typische Lightpipe-Funktion. Sehr hell, ganz ehrlich, besser als von Hasbro. Und auch wie ihr seht, der Kopf ist sehr schön detailliert. Nase, Mund, alles. Die Stirn ist gut ausgearbeitet. Der Kopf hinten ist ja auch ganz gut ausgearbeitet, auch wenn er komplett durchsichtig ein bisschen komisch aussieht. Ja, es gibt zwei verschiedene Varianten von dem, ist mir aufgefallen. Es gibt den auch einmal mit roten Augen und einmal mit blauen Augen. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Ich habe natürlich jetzt hier in Gelb. Ich denke mal, das sind die einzelnen Versionen, die es gab. Genauso wie bei Hercules, wo später dann die Neuauflagen rauskamen. Ja, kommen wir jetzt einfach mal, um das Video nicht zu stark in die Länge zu strecken, zu dem Torso-Modus. Das ist ganz einfach. Wir öffnen wieder hier die Klappe. Die Arme machen wir hier vorne wieder herein. So, und dann drehen wir am besten. Der Kopf muss auf jeden Fall vorne lassen, nicht rumdrehen. Das kann man im Blackbird-Modus machen, aber nicht im Torso-Modus. Jetzt finde ich eine Sache ein bisschen blöd gemacht von denen, von TFC Toys. Hier ist ein kleiner Pin an der Schulter und hier ist so ein Loch. Die müssen miteinander verbunden werden. Das Problem ist, das Ding hier lässt sich nicht öffnen. Das heißt, wir müssen es mit aller Macht quasi, so blöd es auch ist, nach oben bewegen. Erstmal öffnen wir hier die Scharnierluken hier außen. Sonst haben wir ein Problem. So, öffnen und jetzt ziehen wir hier die Schulter so ein bisschen auseinander, dass sie hier reinpasst. Jetzt hier ebenso. Ihr könnt es euch ein bisschen erleichtern, indem ihr die Schultern leicht andreht und dann hineindreht. So. Jetzt sieht das Ganze so aus in etwa. Jetzt dreht ihr hier. An den Armen sind so kleine Packs. Die dreht ihr nach unten. Und die verbindet ihr hier mit dem Schlitz hier unter den Achselhöhlen. So, das gleiche hier. So, ihr seht, die Connector sind jetzt schon hier an der Seite vorhanden. Jetzt, muss ich gerade mal überlegen. Ah ja, jetzt macht es wieder so, dass ihr die Füße einmal rumdreht, reinklappt, ebenso, rumdrehen, reinklappen und dreht die Füße jetzt einmal komplett herum, so, und klappt sie nach oben. So, das gleiche hier. Jetzt dreht ihr hier diese Teile nach oben, die Knieschützer, und das rote Visier ebenfalls komplett nach oben. So, jetzt habt ihr hier unten die Konnektoren, hier oben die Konnektoren, und jetzt kommt das Wichtigste,
was den Körper natürlich ausmacht, der Kopf. Dazu dreht ihr hier oder zieht ihr hier erstmal die Brustplatte nach vorne. Die ist auf einem Double Joint, deswegen sehr vorsichtig sein. Einmal hier nach oben, nach vorne drehen, hier unten das Rote lösen, hier nach vorne drehen, so. Jetzt hier das Rote, wie gesagt, von der schwarzen Platte lösen, so, dass sich das beides halbiert quasi. Ihr seht jetzt hier in der Mitte ist wie so eine Art kleiner Arm. Der muss auf jeden Fall nach vorne gewinkelt sein. Jetzt könnt ihr es nämlich ganz nach unten drehen. Und jetzt habt ihr auch die Kraft und auch die Möglichkeiten, den Kopf nach oben zu ziehen. Der Kopf hat hier wie so eine kleine Leiste. Da könnt ihr ihn ganz normal rausziehen. So. Seid aber bitte vorsichtig. Der Kopf muss nach oben gewinkelt sein und dann rausziehen. Ansonsten brecht ihr euch die Antennen ab. So. Ist ein bisschen schwerer rauszulösen. Na. Ja, eine ziemliche Friemelarbeit. Besser lösen können. So, jetzt haben wir schon den Kopf. Und jetzt ist hier oben ein kleines Loch. Und hier unten dieser kleine Pin. Das wird miteinander verbunden. Das heißt Kopf auf Kopf. So. Ihr seht auch hier schon die Repro-Labels. Sind vorne richtig schön abgebildet. Jetzt macht ihr hier den Brustkorb wieder zu. Dreht das nach oben, ganz normal. Dreht das hier wieder so ein bisschen rein. Und ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ihr müsst natürlich hier, bevor ihr das rote Teil nach oben dreht, hier erstmal diese Spange nach oben klappen. Die wird so davor platziert, dass die Arme richtig fixiert sind und verbunden sind. So, jetzt, hier außen sind auch Repro-Labels drauf, normalerweise ist das schwarz. Jetzt einmal nach oben klappen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ah ja, die Arme bitte nochmal raus. Das war ein Fehler von mir vorhin. Ihr müsst hier diese Seitenteile nach unten drehen und leicht nach hinten. So, dass die quasi unter diesen Armen verstaut werden. So. Einmal so. Jetzt könnt ihr hier oben die Antennen noch rausziehen. So, jetzt ist theoretisch der Torso-Modus fertig. Jetzt haben wir allerdings noch die Brustplatte. Das wird der kleine. Einfach wieder rumklappen und zum Flugzeug verwandeln. Das geht relativ fix, wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat. So, eins. Teil wieder reinklappen. Beine rum. Ebenso. Na. So, den kleinen Pin hier rausholen. Und sie wieder miteinander verbinden. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ah, nee. Seht ihr? Weil ich die bis jetzt erst nur einmal verwandelt habe, in den großen habe ich halt einen kleinen Fehler gemacht. Einmal so die Flügel klappen. Das war mein Fehler. Und jetzt die Beine einmal komplett hier rumklappen, dass sie quasi so aussehen. So. Und jetzt voneinander lösen. Das heißt, die doch nicht mit dem Pin miteinander verbinden, sondern wie so ein M quasi nach unten winkeln. Dass sie quasi so aussehen. So. Das wäre jetzt quasi alles. Hier innen drin ist ein kleiner Konnektoren-Pin. Und der wird hier auf der Brust, auf dem Brustkorb hier vorne mit verbunden. Ja, wieso will denn das jetzt nicht so, wie ich will? So. Und jetzt miteinander verbinden. Hier, diese kleinen
Packs, die wir hier dran haben, diese kleinen Stifte, werden hier in dem Brustkorb, hier links und rechts auch mit verbunden. Ist eine ziemliche Friemelarbeit, alle drei Packs gleichzeitig reinzubringen, weil die zwei äußeren mit Kugelgelenken verbunden sind und dementsprechend auch schlecht halten. Aber wenn man das einmal hinbekommen hat, dann klappt es eigentlich relativ gut. So. Und schon haben wir quasi die Frontplatte befestigt und ja, wir haben Superion quasi im Oberkörpermodus. Und was an dieser Figur sehr schick ist, was mir sehr gefällt, ich weiß nicht, ob ich das euch jetzt einwandfrei zeigen kann. Dafür muss die Lampe erstmal richtig stehen. Aber gerade irgendwie nicht so richtig will. Blöden Fotolampen. Na, so. So, diese Figur hat hier vorne in den Augen nochmal ein Visier. Das heißt, wenn ihr es hier vorsichtig hier runterzieht, ich versuche mal näher ranzuzoomen, könnt ihr das nach unten schieben. Das lässt sich auch komplett über die Augen schieben, aber wie gesagt, das ist ein bisschen tricky. So. Na. Jetzt haben wir das Visier über den Augen drin. So, ihr seht selbst, die Headpipe-Funktion funktioniert auch sehr gut. Echt gut gemacht. Und ja, die Figur sieht einfach bombastisch aus. Wir haben natürlich noch das Wings of Uranus Set. Da wird quasi hier, wer sich gefragt hat, wieso Superion plötzlich im Mund hat, weil er das früher nicht hatte, die Figur musste natürlich von Copyright-Rechten her dementsprechend auch angepasst werden. Das heißt, er hat einen Mund bekommen. Das Wings of Uranus Set, was man sich noch kaufen kann, sind zusätzliche Waffen für die einzelnen Figuren drin. Plus hier vorne eine komplette Gesichtsplatte, die sich davor stecken lässt. Die habe ich mir natürlich auch gekauft, die zeige ich euch auch später. Ja, ansonsten, ich habe es lieber, dass das wie sie oben ist. Was mir aufgefallen ist, wie gesagt, ich habe gelbe Augen. Ich habe auch schon einige gesehen in Reviews, die rote oder blaue Augen hatten. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich finde es aber trotzdem nicht schlecht. Auch habe ich schon einen erwischt, der hier die Antennen quasi in einem Guss hatte. Ich denke mal, das ist ein Austauschkopf, der wahrscheinlich auch irgendwann mal angeboten wurde. Da muss ich mich leider noch mal ein bisschen schlau machen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, die Figur ist so im dem Modus ziemlich cool. Ich freue mich schon, euch die anderen Member zu präsentieren. Die folgen auch in den nächsten Tagen. Ich habe das komplette Set mir geholt. Das heißt, ich habe ordentlich was zum Reviewen. Und damit beende ich mal mein Review für heute. War schon jetzt lang genug. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Rexfor. Ciao, ciao.